Noch habe ich ihn nicht gefunden, den alten Führerbahnhof hier in Tönnland. Muss ich noch ein bisschen weitersuchen. Das Gelände ist hier wirklich anspruchsvoll. Oh, so, jetzt bin ich direkt unter der Bahntrasse. Schleiche ich gerade lang. Und dann bin ich auf der anderen Seite. Da müsste dann auch schon bald das kleine Wäldchen liegen. Aber die Überreste des alten Bahnhofs habe ich noch nicht gefunden. Geht es noch weiter bis Dickicht, aber da werde ich jetzt nicht lang gehen. Ja, okay, ich gehe wieder zurück und dann muss ich noch mal an anderer Stelle weitersuchen. Ja, und jetzt habe ich hier gerade einen sehr freundlichen und netten Einheimischen getroffen. Der hat mir einen Tipp gegeben, wo ich hier mal lang gehen sollte, um den alten Führerbahnhof zu finden. Und das mache ich jetzt gerade. Und zwar soll, wenn man jetzt hier direkt in die Büsche schaut, dass alles ziemlich zugewachsen ist, dann soll man schon die ersten Überreste davon erkennen können. Ist noch nicht zu sehen. Gehe ich hier noch mal ein bisschen weiter. Ja. Sieht natürlich toll aus alles hier. Mit dem herbstlichen Laub. Ganz tolle Farben. Diese Rottöne. Ich hoffe, das kommt auf dem Video gut durch. Und im Hintergrund könnt ihr jetzt auch erkennen, wie dieser Weg dort ansteigt. Das ist dann halt die Rampe zum ehemaligen Bahnhof hier, zum berühmten Führerbahnhof, der heutzutage absolut verwildert ist und zugewachsen, die Ruinen, was noch davon übrig ist. Alles unter dem Gestrüpp verborgen. Fällt ein Apfel runter. Der hängt aber schön voller Äpfel. Der Baum. Klasse. Ja. Da hinten ist dann die Bahntrasse. Und davor führt das Land. Und hier geht es dann auch schon wieder etwas abschüssig nach unten wieder. Alles voller Äpfel hier. Ja, und da oben ganz hinten sehe ich jetzt so ein kleines Steinfragment. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in dieser Aufnahme so gut erkennen kann. Und jetzt gehe ich doch mal durchs Gebüsch ein bisschen näher ran an den Bahndamm, ob noch irgendwas zu erkennen ist. Tatsächlich, da hinten sind noch so ein paar Fundamente. Ich versuche die mal für euch drauf zu bekommen. Fährt auch gerade ein Zug entlang. Okay, hier geht es steil nach oben. Mal schauen, ob ich das klimmen kann. Das sieht gut aus. Und hier sind tatsächlich ein paar Steinfragmente der ehemaligen Rampe hier vom Tündaschen Bahnhof, dem sogenannten Führerbahnhof.
habe ich doch zumindest schon mal etwas gefunden. Aber viel zu sehen ist hier von dieser Stelle jetzt wirklich auch nicht. Das ist doch ganz schön zugewachsen alles. Ja, denke ich, geht jetzt noch mal wieder runter und versuche noch mal von der anderen Seite zu schauen. Ja, und jetzt bin ich hier auch noch mal ein ganzes Stück weitergegangen an dem Bahndamm entlang, konnte aber keine weiteren Fundamente oder Überreste ausfindig machen. Deswegen, sofern das Wetter noch ein bisschen hält, werde ich dann gleich mal noch die Drohne starten und versuchen, ein wenig von oben was zu entdecken. Hier hinter mir könnt ihr dann auch schon den Bückeberg erkennen. Hintergrund. Das ist halt der Festplatz und dort werde ich dann auch noch in den nächsten Tagen ein paar Aufnahmen machen. Ja, es ist doch ziemlich nah dran, der Bahnhof. Wenn der Bahnhof tatsächlich schon hier war, dann war das wirklich nur noch ein echter Katzensprung bis direkt zum Bückeberg. Das ist doch nicht mehr so groß die Entfernung gewesen. Da bin ich schon gespannt, was ich da zusammentrage an Filmmaterial. Also bleibt dran, seid gespannt. Ja, und dieses war der erste Teil meiner kleinen Videoreihe hier vom Bückeberg in Hameln, vom Platz des Reichserntedankfestes. Ich freue mich, dass ihr das Video bis zum Ende angeschaut habt. Es kommen noch ein paar weitere Teile dazu. Bleibt also gespannt. Wir sehen uns dann. Bis bald, euer Matthias.